Also ja, da steht nur dabei, dass es eine Zutat für eine feine Suppe ist. Wobei ich jetzt nicht wüsste, ob man, wie man hier was kochen soll. Ein Antidot. Nicht schlecht. Scroll of Lightning Bolt. Jawoll. Ja, gut, jetzt können wir den endlich mal anwenden, ich meine Fernkampfattacke. So, noch was zu essen für dich. Und dann war es das auch hier. Dann bleibt nur noch das da drüben und dann müssen wir wohl oder übel wieder zu den Scavengern. Also ja, hier lang. Habe ich richtig gehört? Ja. Ich habe richtig gehört. So, und jetzt schlagen wir den noch tot. Oder schießen ihn einfach. Ein Frost Arrow. So eine Pflanze. Passantenhosen. Also Bauernhosen. Das da sieht gut eingestürzt aus. Und nein, das können wir auch nicht wegräumen. Gut. Also ich hätte einen Sprengzauber oder so, aber ich glaube nicht, dass. Nein. Ich glaube, wenn man dem Ding Schaden machen könnte, dann würde da eine Null aufploppen. So. Hey, haben wir diese Hordenzelle doch schneller geschafft als erwartet? Ich hoffe mal nur, dass ich jetzt hier alle Secrets mitgenommen habe. Aber jetzt ist wirklich der Weg weiter nur noch hier. Und die Viecher, die kriegen wir zum Glück. Simpel tot. Ah, ich höre schon wieder irgendwo einen, wie heißen sie nochmal? Die Feuerelementare. Ein Spellfire Shield. Über das kann ich sogar zaubern. Mach Sachen. Okay, ich hätte auch noch die Reach Weapon hier jetzt dann als Alternative. Was macht das Ding? Evasion, Energy, Fire Resist. Spellfire, Trinity and Battle Shield. This Shield Spell and Staff of Spellfire bring them together and they will. Ja, and they will serve you well. Staff shielding spells are also enhanced. Okay. Leather boots, Doublet. Remains of Archmage Tyrael. Vielleicht können wir den an einem Stein wiederbeleben. Oh, eine neue Pflanze. Ja, gib mal das Ding her. Da kommen jetzt so Spezialpflanzen, die ich noch nicht kenne. Kommen jetzt mal in den Sack zusammen mit den Flaschen.
Und dem Zauber hier. So. Du kannst ruhig Tivel mit dir rumtragen. Den kannst du auch mit dir rumschleppen, bis wir wieder an einem Nexus oder so sind. Und mach mal die Fackel wieder an. Da ist nochmal so eine Pflanze. Aber ansonsten ist hier nichts, außer die Überreste von Tyrell. Was sagt der noch? Diejenigen, die dies hier finden. Ich habe Zuflucht in diesem Grab, in dieser Grabkammer gefunden. Aber ich fürchte, dass ich hier mein Ende, hier teilen werde. Die antike Horde spürt meine Versuche, durch diese Katakomben zu kommen. Meine elementaren Magien sind nutzlos. Und ich habe keine Waffen, die sie verletzen könnten. Ich weiß, ich hätte meine Spellcraft nutzen können, um sie zu vertreiben. But the Taint Riffing. Ach ja, der wahrscheinlich der schmale Schatten oder sowas. Aus dem Shadowlight Divide ist schlägt mir jetzt wahrscheinlich auf den Magen oder sowas in der Richtung. Ich bin schwer verwundet und kann mich nicht mehr heilen. Und ja, ich würde gerne die Tür zumachen, während ich lese. Wenn irgendjemand meine Überreste findet, bringt bitte meine Überreste zum Altar des Lichts. Tief unter uns in den Minen. Es ist ein Altar, der viele Transfer- und Veränderungszauber beherbergt. Ich weiß einen Weg, um Shadowlight Divide wiederherzustellen. Selbst im Tode werde ich die Ordnung hier wiederherstellen. Und ich werde über dich und deine Kameraden wachen bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Das schwöre ich beim Licht. Tyrael Amadacia Archmage. So, er hat Essen. Scroll of Healing Light. Ist was für dich. Und Scroll of Darkburst ist auch was für dich. Das ist was für dich. Das ist nur eine Fackel. So, du bist ein Adeptenzauber. Und du bist auch ein Adeptenzauber. Kennst aber Healing Light. Nee, Darkburst kennst du aber schon. Okay. Ja, halt auch den Champion mit der wenigsten, mit dem wenigsten Leben. Ja, das ist geil. Also auf Spellcraft 24 heilt er alle Champions. Und auf Spellcraft Fragezeichen heilt er sie und sättigt sie sogar. Also, ja, ich brauche auf jeden Fall Air Magic. Wegen dem Zauber hier auf 26, das sind noch 1,5 Level und dann geht alles in Spellcraft rein erstmal. Ja gut, schön, dass wir jetzt Archmage Tyrael gefunden haben.
Wo hilft uns das weiter? Das wird uns kaum hier durchbringen. Only the fallen may pass. Ach ja, das können wir aufräumen. Ja, das hier ist einfach bloß eine Grabkammer. Die sollte ich aber mal notieren. Only the fallen. So. Für den Fall, dass ich es irgendwann mal da reinschaffe. Ja, da ist ein Schlüssel. Ich habe nämlich gerade was funkeln gesehen da. Das heißt, wenn hier nichts gerade respawnt, was ich nicht hoffe. So, packt man noch den Schinken weg und gibt das Antidot an sie weiter. Oh, und das Sandwich. Sind wir jetzt hier? Altar of Light. Ah, was bist denn du für ein grauer Schleim? Du klingst, als ob du aus Stein wärst. Oh, der macht gut Schaden. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. So, danke. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Air Magic. Das ist Lightning Bolt. Kostet 40 Mana. Macht aber auf jeden Fall mehr Schaden als der Schock. Upgrade. Rune Rant. Blitz Burst. Ach so. Licht geht schon wieder aus. Also ja, mit dem könnte ich, was macht der? Ah ja, deswegen sind meine Dings so stark, meine Light Missiles, weil ich die zu Arcane Missiles upgrade. Okay, ich glaube, das sollte ich eher nehmen. Weil jetzt ist er auf jeden Fall zu Blitzburst abgegradet. Mhm. Am besten ich nehme beide in die Hand. Dann ist er nämlich fast nur noch am Zaubern. Und hier habe ich ja noch den Light Missile Spell, genau. Der macht 100 bis 150 Schaden. Wenn ich den Stab trage oder Spellcraft von 30 habe. Das hier macht 60 bis 120 Schaden. Und der Lightning Bolt wird jetzt zum Blitzbolt. Sehe ich das richtig? Oder falscher Zauber? Werde ich ja sehen, wenn ich ihn benutze, weil das Upgrade ist schon mal recht nice. Auf 100 bis 300 Schaden. Und da ich eher sowieso ziemlich, auch noch ziemlich steigern möchte, probieren wir es einfach mal aus. Oh, ach ja, bei ihr wollte ich nach dem Flammenzauber, dem zweiten, gucken. Fiery Blast ist das hier. Okay. Das war auch laut. Ja, das macht viel besser Schaden. Jetzt.
So, danke fürs Sterben. Du brauchst mal Regeneration. Und hier sind jede Menge Teleporter.